Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es seit langem wieder mal ein Paint mit mir. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr an diesem Bild gepaintet. Ich habe zwar vor nicht allzu langer Zeit ein Halloween-Aufsteller gemacht, aber direkt an ein Diamond Painting Bild habe ich nicht gearbeitet. Und ich habe gedacht, es wird höchste Zeit, dass ich mal wieder an meine Koalas weitermache. Weil sonst werden die ja nicht fertig, wenn ich nicht dran painte. Für die, die das Bild nicht kennen, das ist dieses Motiv hier. Hoffentlich kann man das einigermaßen sehen. Das Thumbnail ist relativ klein. Wenn ich daran denke, werde ich schauen, dass ich noch ein größeres Bild einblende, damit ihr das besser erkennen könnt. Also ein wunderschönes Motiv. So viel ich mich noch erinnern kann, habe ich das damals über eine Firma bei Amazon gekauft. Und es ist mit eckigen Steinchen und es sind auch Hartsteinchen. Und auch wenn das Bild ein bisschen älter ist, ist die Klebefläche immer noch einwandfrei. Es hat nicht darunter gelitten. Ich meine, ich habe das jetzt die ganze Zeit irgendwo aufgehängt mit so, wie heißen die, diese Bügel für die Hosen, damit es einfach schön aushängen kann. Und dass es schön aufgeräumt ist und nimmt nicht sehr viel Platz weg. Mit dem ganzen Kreuzsticken, da komme ich einfach nicht so zu painten. Und letztes Mal, wo ich diesen Aufsteller gepaintet habe, die Vorbereitungen schon für Halloween, habe ich wieder voll Lust drauf gehabt. Und da ich bei meinem Perlensticken ein bisschen vorangekommen bin und bei meinem Kreuzstickbild auch schon gut vorangekommen bin, habe ich gedacht, dann hole ich halt mal wieder die Koalas raus. Und wenn ich schon wieder mal daran painte, dann schmeiße ich gleich die Kamera an. Ich habe ein bisschen hier oben weitergemacht, aber ich habe gedacht, das ist relativ langweilig hier, weil das bloß Hintergrund ist. Und jetzt painte ich ein bisschen am Koala, damit man das vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Ich habe letztes Mal durch meinen Stash ein bisschen geschaut und ich habe wirklich gar keine kleineren Sachen mehr. Also die ganzen Aufsteller, Karten, Taschen, alles Mögliche habe ich schon inzwischen alles weggepaintet. Und jetzt habe ich nur noch Bilder. Ich habe auch etliche, Snackbilder, 30x40. Aber auch meine Riesenprojekte. Das, was ich dieses Jahr eigentlich alles schaffen wollte bei Diamond Painting, das werde ich auch nicht mehr schaffen. Weil ich wollte ja nach diesem Bild vielleicht ein AB-Bild machen, also ein Bild mit AB-Steinchen. Dann wollte ich endlich mal mein Herbstbild mal painten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das, wie viele Farben hat das? 180? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich denke, es wird dieses Jahr nichts, denke ich mal, weil ich bin einfach wirklich mehr in Stickfieber als Diamond Painting, aber einfach vielleicht mal schauen, dass ich einfach regelmäßig mich dann hinsitze und ein bisschen painte. Und wenn ich schon so nicht weiter painte, dass ich wenigstens mit euch dann an das Bild weitermache, damit das auch endlich mal fertig wird, weil das wäre echt schade, wenn das einfach nicht fertig wird. Und ein paar andere Bilder, was ich noch habe. Also es hält sich alles noch in Grenzen, mein Vorrat, aber es wäre schön, wenn ich das einfach ein bisschen minimieren könnte. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen. Das wollte ich mir auch schon beinahe holen. Also eins von Diamond Painting Deutschland. Die haben so eine schöne Schlange drin. Und es würde sehr, sehr gut zu meiner Spinne dazu passen. Ich habe auch sehr lange hin und her überlegt,
aber mich doch erstmal dagegen entschieden, weil ich muss echt mal, ja, die Sachen, was ich habe, einfach mal fertig machen. Und ja, es bringt ja nichts, wenn mein Vorrat immer wächst und ich komme nicht hinterher. Ich meine, es ist eh schon so, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Aber wirklich, ja, anfangen, viele Sachen wegzubringen. Aber es wird mir trotzdem nicht davon abhalten, ein paar, ja, kleinere Sachen noch zu kaufen, also so Grußkarten oder ja, Notizbuch oder so Aufsteller oder sonstige Sachen. Also da werde ich schon noch schauen, dass ich noch ein paar Sachen hole, weil sowas ist immer ganz dankbar für zwischendurch. Und wenn man nicht gerade Lust auf so ein Riesenbild hat, ist es immer sehr praktisch. Oder vielleicht mal so Untersetzer wieder mal holen. Die haben ja auch riesen Spaß gemacht und dauern eigentlich in der Regel nicht so lange, aber machen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, das werde ich dann alles mal schauen. Ich meine, sind ja alles Hobbys und wenn man momentan einfach mehr Lust hat auf andere Sachen, dann ist es halt mal so. Aber ich möchte trotzdem mal schauen, dass ich ein bisschen mehr durchwechsle, damit einfach auch diese Sachen mal gemacht werden. Weil dieses Jahr habe ich wirklich noch nicht so viel gepaintet. Ein paar Sachen habe ich ja fertig gebracht schon dieses Jahr. Aber ja, was soll ich sagen, wenn man einfach in Stickfieber ist und dann im Painting und dann ja Perlen sticken und dann die Sachen auf Holz, wenn man einfach da damit beschäftigt ist, dann ist es halt mal so. Und ja, wie schon öfters erwähnt, die Leinwände von die damaligen Painting-Bilder wären ja nicht schlecht. Ich meine, ich habe viele von die großen Bilder, was ich damals schon ein Unboxing gemacht habe, die hängen alle. Also die habe ich nicht wieder aufgerollt. Ja, bloß die kleineren Sachen, die habe ich ja wieder aufgerollt und in eine Kiste reingepackt. Und ja, die Kiste ist ja schon, sage ich mal, drei Viertel voll von so kleineren Projekten. Und ich möchte nicht, dass ich noch eine Kiste brauche. Deswegen werde ich erstmal nichts kaufen. Aber ja, vielleicht ist doch mal ein Bild dabei, wo ich sage, boah, das muss ich unbedingt haben oder ich muss es kaufen, bevor es nicht mehr gibt. Kann passieren. Man kennt es ja. Aber ich werde trotzdem versuchen, es nicht zu machen, weil ich wirklich schauen will, dass ich das fertig kriege. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu nah. Vielleicht so ist besser. Vielleicht war ich vorhin ein bisschen zu nah. Vielleicht hat die Kamera immer wieder fokussiert. Ich hoffentlich war das nicht so schlimm. Da habe ich jetzt leider nicht so aufgepasst. Ja, das Video wird jetzt nicht so lang werden. Ich wollte hier nur ein bisschen weitermachen. Und vorhin, ja, wie gesagt, habe ich hier drüben schon weitergemacht. Und dann, ja, habe ich gedacht, ach komm, schnell noch die Kamera an und dann kann ich ein bisschen quatschen. Und dann kriege ich auch ein bisschen was vorangepaintet. Pläne habe ich, was Diamond Painting angeht, nicht mehr, wie ihr wisst. Es ist einfach, ja, ich muss mir nicht irgendwas, ja, vorplanen, wenn ich mich eh nicht dran halte. Und wenn ich im Endeffekt eh wenig painte zurzeit, dann brauche ich nicht sagen, ja, das will ich machen und das will ich machen und dann schaffe ich doch nur die nix oder nur ein bisschen. Aber ja, ist halt mal so. So, welche Farbe mache ich jetzt als nächstes, wo viel ist, dass ich nicht so viel Farbwechsel habe mit euch? Das ist cool. Ich habe ja bei diesem Bild normalerweise sortiere ich das immer. Ja, ich male die Symbole drauf und schreibe immer die DMC-Nummern auf. Also so habe ich es bis jetzt immer gemacht, und speziell bei den Sachen, wo ganz viele Farben haben. Dieses Bild hat nur 30 Farben und da habe ich wirklich nur, sieht man das? Ja, die Zahl vorne, also die Nummer, also das ist jetzt die Nummer 26 und dann die DMC-Nummer dazu geschrieben. Die Symbole habe ich mir gespart. Ich habe gedacht, ich probiere das mal bei diesem Bild. Ich meine, bei so kleineren Projekten, wo man bloß wenig Farben hat oder so, da mache ich es ja auch inzwischen, weil da habe ich ja diese kleine,
ja, Schächtelchen da, was man so kennt. Und da hat es eigentlich ganz gut geklappt. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, wenn ich hier unten gepaintet hätte. Dann hätte ich wenigstens mein Schiffchen da hinstellen können. Aber naja. Ja, das Bild ist sehr graulastig. Komisch für ein Koala. Welche Farbe soll das sonst haben? Aber das sind ja auch diese Rosatöne dazwischen. Das schaut immer total seltsam aus, wenn man so ein Bild paintet, aber das braucht man einfach für die Schattierungen und so weiter. Das gehört einfach dazu. Und wenn das wirklich sehr, sehr komisch ausschauen sollte, am Ende kann man das immer noch auswechseln, aber meistens passt es auch so, weil man braucht es einfach, damit die Farben so gut rauskommen. Ja, ich denke, ich werde nicht so viel heute schaffen. Wie gesagt, ich habe hier drüben gepaintet. Ich habe ja hier noch etliche Lücken noch. Aber mir war das jetzt ein bisschen zu langweilig, weil es einfach nur Hintergrund war. Ich hatte einfach jetzt genug von diesen Hintergrundfarben. So dieses, ja, bräunliche oder was auch immer das ist da drüben. Und ich habe gedacht, nehme ich einfach mal eine andere Farbe, nehme ich mal grau. Ja, ich bin echt gespannt, wie die Koalas an sich rauskommen, diese Mama-Koala mit Baby. Und da bin ich sehr gespannt, ob das einigermaßen gut rauskommt. Ich denke, das Bild, was waren das, glaube ich, 50x70. Aber das wird wie üblich immer die Leinwandgröße sein. Die Ränder sind relativ breit. Also ich vermute mal, ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt nichts zu messen, wird eher 40x60 sowas sein, um den Dreh rum. Aber ich hoffe, dass das Bild trotzdem einigermaßen gut rauskommt. Ich habe das leider nicht, ja, gepixelt gesehen. Aber ja, das Motiv hat mir einfach sehr gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, das habe ich, da habe ich voll Lust, das zu painten. Und ja, man hängt ja eh nicht alle seine Bilder auf, was man paintet. Wie gesagt, manche Bilder sind einfach dafür da, um gepaintet zu werden und nicht um aufgehängt zu werden. Wie schon mal erwähnt, man kann nicht die ganze Wohnung voll mit Diamond Painting Bilder voll pflastern. Das geht halt nicht. Geht schon, aber möchte ich aber nicht. Ich muss sagen, die Qualität von den Steinen, was dabei sind bei diesem Bild, sind gut. Also ich bin sehr zufrieden damit, habe wenig Ausschuss und die glänzen so richtig schön. Also man sieht das, glaube ich, durch die Kamera schon, wie die das so glänzen. Also ja, bis jetzt habe ich eh meistens immer Glück gehabt, wenn ich so ein Bild bei Amazon oder irgendwelche andere Firmen gekauft habe, dass die Steine in Ordnung waren. Ich habe ja auch damals, was waren das? Das war jetzt mein ägyptisches Bild, was ich damals gemacht habe, das ganz große. Das war auch mit Hartsteine, da waren auch die Steine total super. Oder mein riesen Anubis-Bild, das habe ich, glaube ich, auch über Amazon gekauft damals. Das, was 1,70 Meter mal oder 1,40 Meter auf 70 war oder so, da waren die Steine auch top. Also bis jetzt, muss ich sagen, habe ich echt sehr viel Glück gehabt. Sehe ich gerade, hier ist es sehr rutschig. Jetzt so. Also rutscht ein bisschen rum, wenn da noch Lücken sind, aber das ist jetzt nicht so wild. Können eigentlich mal die Leinwand ein bisschen offen lassen, damit das vielleicht ein bisschen, ja, nicht so flüssig ist, aber ja, mal schauen. Aber bis ich soweit bin, dass das Bild fertig ist, wird das eh schon passen, denke ich mal. Ja, das einzige Gute ist bei solchen Bildern, auch wenn man die sehr lange nicht paintet, auch über die Jahre, die Klebefläche wird einfach nicht schlecht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich bin auch sehr froh, dass viele Bilder mit diesem flüssigen Kleber sind. Ist einfach, finde ich inzwischen, ja, viel, viel besser wie das mit der doppelseitigen Klebefolie. Weil bei dem anderen muss man echt immer aufpassen auf die Luftbläschen in der Folie oder so. Aber kann man ja ein bisschen aufschneiden und ein bisschen flach drucken. Das ist das wenigste Problem.
Aber solche Bilder hier mit der flüssigen, da kann man auch ein Bild wieder einrollen. Und ja, bei die mit dem doppelseitigen Folie geht auch zum Einrollen, aber das muss man einfach lockerer machen, damit es wirklich keine Falten bekommt. Ja, es geht eigentlich ganz gut voran, muss ich sagen. Eigentlich hätte ich hier auch mit einem Mehrfachsetzer arbeiten können, sehe ich gerade. Statt alles mit dem Einfachsetzer. Aber egal. Ich hätte den sogar da liegen, aber ja. Ja, wenn man gerade so drin ist, gell, dann pennen wir einfach so wie gehabt. Ja, wie gesagt, die Steine, die liegen echt sehr gut. Qualität von die Steine sind gut, also da bin ich schon sehr zufrieden damit. Jetzt werden wir hier noch das ein bisschen zumachen. Ich glaube, das Video werde ich auch nicht so lang machen. Ich wollte euch nur ein bisschen wieder mitnehmen an ein Diamond Painting Bild. Ich werde auch schauen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das schaffe oder ob das mir überhaupt möglich ist, das ein bisschen mehr durchzuwechseln, so einmal Perlen sticken, einmal Kreuz sticken und einmal Diamond Painting. Irgendwann mal wieder mal mein Modellbau. Aber auf der anderen Seite, ja, vor ein paar Wochen habe ich mehr Stickvideos gemacht, dann ist es halt einfach so. Und ja, ich habe keine feste Routine, dass ich irgendwas mache oder ich wechsle auch nicht. Sag mal, eine Woche so durch, sondern einfach, wenn ich Lust auf Paint habe, dann paint ich halt und wenn nicht, dann halt nicht. Und momentan ist es halt weniger mit dem Painten und mehr Sticken, dann ist es halt mal so. Vielleicht kommt wieder eine Zeit, wo ich dann überwiegend mehr painte, was vielleicht auch mal nicht verkehrt wäre, damit ich einfach die Sachen wegbekomme oder abarbeiten kann. Aber ich schätze mal, das wird nicht der Fall sein, solange ich mein Reoles-Kit Brise durch die Mähne nicht fertig habe. Ja, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ja, mein Perlenstickbild, die grüne Eule, da ich jetzt mehr von ihr gesehen habe und ihr Gesicht schon gesehen habe, ja, da will man doch immer weiter sticken. Ja, und das Wolfsbild, was ich auch angefangen habe mit meinen Stitch Buddies, da sollte ich vielleicht auch ein bisschen weitermachen, weil einfach ein angefangenes Bild mit ein paar Reihen liegen zu lassen ist auch schade, aber wie gesagt, das muss ich dann sehen, wie ich das dann alles mache und auf was ich konkret dann Lust habe, dann, ja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen dann. Sollen wir vielleicht noch eine Farbe machen? Vielleicht dieses Zeichen hier. Das ist dann die 18. Ja, ist wieder ein Grauton. Überraschenderweise. Aber ja. Bisschen die Lücken füllen. Ich glaube, ich werde nachher noch ja, diesen kleinen Bereich noch fertig machen. Dann mal schauen, ob ich dann Lust habe, hier ein bisschen weiterzumachen heute. Oder ob ich das dann wieder erstmal weglege. Aber momentan tendiere ich einfach dazu, dass ich hier das auch ein bisschen fertig mache. Also zumindest diesen Bereich, was ich jetzt hier angefangen habe. Dass ich vielleicht hier so runterpainte, diesen kleinen Bereich. Das müsste machbar sein. Wahrscheinlich heute nicht ganz, aber vielleicht heute Morgen. Dass ich einfach hier ja, ein bisschen mehr zu sehen bekommen, weil das macht schon Spaß und es macht ja eh mehr Spaß, wenn man auch gute Qualität von Steine hat und alles und wenn der Druck ist auch sehr gut. Muss ich mal schauen, wie hoch hinauf ich gehe. Ich glaube, ich schaue erstmal, dass ich hier unten ein bisschen was mache. Hier ist ja auch etliches von der Farbe. Ja, da gehe ich einfach hier ein bisschen runter noch, werde ich hier so die Reihe runter machen als Abschluss. Und ja, dann werde ich, denke ich mal, langsam das Video beenden. Dann, ja,
seid ihr wieder auf Stand, was mein Diamond Painting angeht. Ja, viel ist nicht passiert zwischen das letzten Paint mit mir, mit den Koalas. Aber ja, es eilt ja alles nicht und ich meine, die können ja nicht wegrennen, die Bilder. Also es ist ja nicht so schlimm. Und das ist ein Hobby, wie ich immer sage. Das muss man ja einfach machen, wie man Lust und Laune hat. Und wenn man irgendwie Spaß auf irgendeinen Bereich gerade hat, dann muss man das halt ausnützen. Aber ja, trotzdem hier auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Ziel ich hier setzen soll bei diesem Koala. Normalerweise ist so ein Bild, wenn ich nur Diamond Painting mache, ja, dauert, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, einen Monat oder so vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es wäre halt schön, wenn ich vielleicht dieses Jahr, ja, vielleicht die Hälfte schaffe. Das wäre schon mal ein Ansatz, dass ich einfach ein bisschen was erreiche. Weil ein Viertel, denke ich, das ist locker machbar. Aber es wäre echt schön, wenn ich, sag mal, die Hälfte von diesem Bild schaffen würde. Aber wenn nicht, dann ist es halt mal so. So, jetzt mache ich hier bloß mein Schälchen noch leer. Und dann werde ich wirklich das Video beenden. Und dann werde ich für mich alleine noch diesen kleinen Bereich erstmal fertig machen und dann werde ich schauen, wie es dann weitergeht und vor allem an was. Man sieht hier schon die eine Pfote von einem Koala. Ja, sonst sieht man noch nicht viel. Ich meine, hier ist, ich glaube, ein Ast, oder? Müsste sein, wo der Koala sich festhält, aber sonst sieht man wirklich nicht viel. Also sonst schaut das bloß aus wie ein Klecks, sage ich jetzt einmal. Wenn ich nicht sagen würde, das ist eine Koala-Pfote, wird man das jetzt nicht so erkennen. Aber naja, wie gesagt, schön wäre schon, wenn ich dieses Jahr, sage ich einfach mal, ungefähr die Hälfte schaffen würde. Wenn ich mehr schaffe, super, wenn nicht, dann ist es leider so. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Lust, hier weiterzumachen. Das werde ich auch dann machen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!